Ja, die Oboe habe ich rein zufällig entdeckt. Und zwar habe ich lange Jahre Blockflöte gespielt und habe dann im Radio ein Instrument gehört, das mich mit seinem Klang unheimlich fasziniert hat. Es hatte einen warmen, weichen Ton. Das wollte ich unbedingt dann lernen. Und dann mussten wir erst abwarten, bis das Stück fertig war. Und dann hieß es, es ist ein Oboenkonzert. So wussten wir, das Instrument ist die Oboe. Und so bin ich zu diesem Instrument gekommen. Bei der Oboe ist fast das Wichtigste für den Klang das Mundstück. Es besteht aus Schilfrohr und hat zwei Saiten. Wenn man hindurch bläst, dann schwingen die beiden Saiten gegeneinander und der Ton entsteht. Die Oboe ist ein Instrument, das sehr vielfältig eingesetzt werden kann. Man kann es solistisch spielen, in der Kammermusikbesetzung, und zwar kleine oder große, Oboentrio, Oboenorchester, Sinfonieorchester, Blasmusik, und es gibt sogar zwei Jazz-Oboisten, die das in einer Jazzband spielen. Also die Herausforderung ist bloß Technik. Das heisst, die Technik, damit der Ton am Anfang gut kommt. Das heisst, die Spitze muss da sein und die Verspannung auch. Die Stimmung im Unterricht ist immer sehr angenehm. Man kommt immer gerne in die Stunde und man lernt auch sehr viel. Und auch der Kontakt und der Austausch mit den anderen Oboe-Spielern ist sehr angenehm und sehr hilfreich. Also wir spielen sehr viel auch mit anderen Oboen zusammen. So haben wir können auch einmal im Europapark spielen oder auch die Feuerwerksmusik im Stadtcasino aufführen. Und auch Trios mit anderen Oboen oder auch anderen Instrumenten bringen sehr viel fürs Zusammenspielen.